Willkommen zurück, Abiturathleten. Hier ist Leo Eckel, der Abiturcoach. Und heute gibt es das allererste Video von uns aus unserem neuen Office hier in Düsseldorf im Medienhafen. Deswegen neuer Hintergrund, den werdet ihr jetzt öfter sehen. Ob ich jetzt in der Ecke des Büros sitzen bleiben werde, wird sich zeigen. Aber vor allem für die nächsten Videos in den nächsten Wochen, denke ich, werdet ihr mich von hier aus sehen. Ich darf gerade mein Mikro noch selbst in der Hand halten, weil unser Ständer dafür noch nicht geliefert worden ist. Und ja, das heißt, bei uns geht es sehr, sehr gut voran. Und heute gebe ich euch mal drei Tipps mit, wie ihr euch wirklich in extrem starken Klassen, ja, wenn wirklich das Leistungsniveau extrem hoch ist, was vielleicht gerade für eure LK-Fächer sehr, sehr, sehr entscheidend ist, wie ihr euch da wirklich durchsetzt und obwohl vielleicht die anderen Mitschüler auch sehr, sehr gute Beiträge im Unterricht abgeben, wie ihr euch trotzdem nochmal zusätzlich abhebt und vom Lehrer nochmal die ein, zwei Punkte, auf die es so oft ankommt, eben auch mehr bekommt. Fangen wir an bei Punkt 1 und zwar zieh dich besser an. Ganz, ganz oft sind Schüler lange noch in so einem Mindset im Sinne von, ja, ich kann ja da kommen, wie ich will und es zählt ja nur das, was ich sage oder sie machen sich auch nicht so viel Gedanken darüber, was sie anziehen. Aber wenn du schon einfach einen gewissen höheren Grad an Reife zeigst, das heißt, du achtest ein bisschen mehr auf dein Aussehen. Ja, ich meine, viele kommen ja einfach mit irgendeinem aufgedruckten T-Shirt, sage ich mal, in die Schule oder auch manche mit Jogginghose und das habe ich auch manchmal gemacht und ist auch vollkommen in Ordnung. Nur macht das natürlich nicht den idealen Eindruck, beim jeweiligen Lehrer und gerade wenn es einfach eine Klasse ist, wo grundsätzlich das inhaltliche Niveau schon sehr, sehr hoch ist, dann ist es natürlich smart, sich auch auf andere Bereiche zu fokussieren, wo man sich irgendwie abheben kann. Denn machen wir uns nichts vor, wenn du jemandem begegnest und die Person trägt einen Anzug, ist sehr gut gekleidet, du hast automatisch mehr Respekt, du gehst automatisch davon aus, dass diese Person mehr weiß, sprichst der Person vielleicht auch mal mehr Erfahrung zu. Und genau das Gleiche passiert ja auch unterbewusst bei den Lehrern. Ja, stell dich vor, ihr seid der Lehrer, und da kommt jemand mit Jogginghose rein oder mit so einem Sweater-Hoodie, ja, und ein bisschen noch die Kapuze drüber, habe ich lange gemacht, habe ich einmal richtig Anschiss von der Lehrerin bekommen. Natürlich wird der Lehrer euch als nicht so ordentlich wahrnehmen, als nicht so intelligent vielleicht auch, ja, muss man ja wirklich sagen. Jemand, der mit Jogginghose und Hoodie in die Schule kommt, der macht mehr diesen Eindruck, als wäre er dumm. Da muss überhaupt gar keine Korrelation dazwischen sein, aber es kann natürlich ganz einfach sein, dass es einfach durch den ersten Eindruck beim Lehrer so ankommt. Deswegen achtet einfach auf möglichst ordentliche Kleidung. Das muss ja nicht der Anzug sein, ja, das wäre ein bisschen too much. So, ich habe zum Beispiel Hemden getragen, und das ist eine Sache, die geht auf jeden Fall klar. Ich würde sagen, so gerade für Jungs ist so Hemden so Maximum, was ihr tragen sollt. Alles darüber ist zu heftig. Aber auch wenn ihr einfach nur eine ordentliche Jeans anzieht und einfach vielleicht einfach nur ein etwas stylischeres Outfit, ja, das macht einfach einen Unterschied. Und da ist auch egal, was das für ein Lehrer ist, das kommt einfach an und entgeht niemandem. Deswegen gerade, wenn es inhaltlich schon sehr kompetitiv ist, sage ich mal, dann macht es extrem viel Sinn, dass ihr euch eben auch durch die Kleidung nochmal extra abhebt und so einfach nochmal ein bisschen mehr aus der Masse auch heraussticht. Zweitens, achtet auf euren Ausdruck. Das ist auch eine Sache, die kennt ihr. Es können zwei Personen genau das Gleiche sagen, inhaltlich, aber sie können es komplett anders verpacken, komplett anders ausdrücken und es kommt dadurch komplett anders an. Deswegen, wer auch immer denkt, es kommt bei der Mitarbeitsnote oder auch was der Lehrer von dir denkt, nur darauf an, wie oft du dich meldest, hat natürlich nicht recht. Ja, es kommt auch auf die Qualität an. Aber was da so viele da nicht verstehen, Qualität ist so unglaublich subjektiv und es wird von so vielen äußeren Faktoren auch beeinflusst, auf die man gar nicht achtet. Ja? Deswegen unbedingt. Es geht nicht nur darum, dass du inhaltlich was qualitativ Gutes sagst, sondern das, was im Idealfall schon inhaltlich qualitativ hochwertig ist, das auch noch qualitativ verpackst. Ja? Natürlich kannst du was sagen, was grundsätzlich mal vollkommen korrekt ist. Wenn du aber irgendwie stotterst, wenn du immer wieder die gleichen Satzanfänge verwendest, wenn du was so erklärt, vielleicht ohne Fachbegriffe erklärst. Ja, das kommt einfach nicht professionell rüber und das ist einfach extrem wichtig, dass du das auch im Unterricht zeigst. Und du wirst es merken, dass der Lehrer dich auch ganz anders behandelt. Das bedeutet, einfach nur dadurch, dass du einen Fachbegriff verwendest, wo eine andere Person vielleicht ein einfacheres Wort genutzt hätte, in dem Moment wird der Lehrer dich anders behandelt, weil er versteht, wow, der ist wirklich in dem Stoff drin, der ist auch so gut da drin, dass er sich traut, die Fachbegriffe zu verwenden, der ist vor allem auch sicher mit den Fachbegriffen. Ja? Du kannst natürlich versuchen, einen Fachbegriff zu verwenden, wenn du aber den Fachbegriff nicht genau weißt oder dann, keine Ahnung, so du zögerst, ob das jetzt richtig ausgesprochen war und so weiter, ist der ganze Effekt natürlich wieder weg.
Ja, deswegen nutzt unbedingt Fachbegriffe, nutzt euren Ausdruck, übt euch einfach auch ein bisschen rhetorisch. Ja, und auch all das ist nur Übung. Ich meine, für mich jetzt zum Beispiel, das ist jetzt, glaube ich, das 500. YouTube-Video, was ich aufnehme, was ich für unser Coaching als aufgenommen habe, zusammen nehmen bestimmt 600 Videos schon. Ja, für mich ist das nicht mehr schwierig. Ich mache die Kamera an, die Tipps habe ich sowieso alle und dann kann ich euch das auch einfach sehr gut präsentieren, weil ich das schon unendlich oft gemacht habe. Aber natürlich ist es wie bei jeder anderen Sache auch, und das gilt auch nicht nur für Präsentationen, sondern es gilt auch für die Mitarbeiter im Unterricht. Natürlich ist es erstmal riskant oder ungewiss, einen Fachbegriff auch in einem mündlichen Beitrag zu verwenden. Natürlich, aber je öfter du das machst, desto normaler wird es für dich. Deswegen traut euch, achtet darauf und vor allem unterschätzt den Einfluss eures Ausdrucks in der mündlichen Mitarbeit auf gar keinen Fall. Vor allem nicht in sehr umkämpften Klassenzimmern. Drittens, frag tiefer nach und hab dabei auch keine Scheu, mal etwas gegen den Lehrer zu gehen. Ja? Stell dir vor, du bist der Lehrer und du hast eine Klasse, wo du einfach weißt, hey, da sind richtig viele, die inhaltlich richtig, richtig gut dabei sind. Dann ist es so wichtig, dass du eben nicht nur derjenige bist, der vielleicht auch immer ganz gute Sachen sagt, weil du bist nur einer von den 5, 6, 7, 8, 9, 10 Besten vielleicht sein. Ja, bist aber nur einer davon. Wenn du aber der bist, der nicht nur alles, was der Lehrer so erwarten könnte, inhaltlich richtig wiedergibt, ja, was schon mal sehr gut ist, aber noch nicht der Beste vielleicht aus der Klasse, es ist viel wichtiger, oder was dann noch ein Ticken besser ist, ist, wenn du es wirklich schaffst, einfach mal was tiefer nachzufragen. Ja, zum Beispiel nicht einfach nur so, wie der Lehrer es an die Tafel schreibt und sagt, ah ja, okay, und das dann perfekt zu können, sondern auch mal was zu hinterfragen. Warum ist das denn so? Warum ist das denn so? Warum, wie ist das denn im Detail genau? Warum lernen wir das? Aber nicht Schule in Frage stellen, sondern wirklich so, wofür dient das jetzt? Und so einfach wirklich halt tiefer nachfragen. Nicht einfach nur das, was der Lehrer sagt, einfach sagen, ah ja, okay, lerne ich jetzt und dann will ich darin gut sein, dann kriege ich hoffentlich 15 Punkte, sondern da tiefer reingehen und da eben auch keine Angst haben, mal gegen den Lehrer zu gehen. Und damit meine ich nicht, dass ihr den Lehrer als Person angreifen solltet, das ist das Letzte, was ihr bei dem Lehrer tun solltet, sondern dass ihr wirklich einfach mal fragt, ist das nicht so und so, kann man das nicht so und so auch machen? Ja? Und dabei das aber halt nie so darstellen, als würde irgendwie den Lehrer kritisieren, sondern wirklich nur zeigen, dass ihr einfach euch noch tiefer mit der Thematik auseinandersetzt. Und ihr werdet es merken, wenn zum Beispiel auch der Lehrer mal in Mathe irgendwie eine Gleichung falsch geschrieben hat. Wenn du derjenige bist, so, entschuldigen Sie, Herr Huber, sage ich jetzt mal, haben Sie da jetzt nicht irgendwie, was weiß ich, müsste das nicht eigentlich ein Plus sein? Ja? Perfekt, wenn das wirklich ein Plus gehört, richtig, richtig gut, weil du bist automatisch beim Lehrer im Kopf als die Person, die nicht einfach das, was ihr vorgekaut sagt, ah ja, okay, das setze ich so um, sondern die auch Dinge hinterfragt. Und das ist nämlich ganz oft der Punkt, diese Komponente, die euch noch für die 1, 2 Punkte auf 14, 15 Punkte fehlt. Deswegen achtet da unbedingt drauf, dann werdet ihr euch vor allem in sehr stark umkämpften Klassenzimmern nochmal deutlich besser durchsetzen, wenn eure Klasse, euer Kurs sehr hochkarätig besetzt ist. Da könnt ihr auch unabhängig davon, wenn ihr vielleicht inhaltlich schon auf der gleichen Ebene seid, euch eben durch diese 3 Tipps noch auf andere Wege nochmal besser hervorstechen lassen und dann vielleicht auch die Person sein, die in dem Kurs eben auch die 15 Punkte bekommt. In diesem Sinne, denk dran, ich glaube an dich. Wir sehen uns im nächsten Video. Dein Leo.